In der Privatklinik Graz-Ragnitz werden Jessys Wehen stärker und stärker. Es ist Geburtsstunde 4. Immer an ihrer Seite, vielleicht Teenie-Papa Kevin? Der hofft und glaubt, dass es seins ist. Ja, ich hab mir halt dann gehofft oder gedacht, wann hört das endlich wieder auf? Na, wenn's draußen ist. Weil ich hab dann gebrochen auch dann schon. Der Saft kommt retour. Nicht nur einmal. Was der Ausbruch war, war Morgensäure und der Multivitaminsaft, weil ich Multitrunken habe. Ich darf nichts essen. Boah. Essen? Hast du Hunger? Ja. Fressen tust du eher nicht, nein. Aber du kannst was Süßes trinken. Das tust du einen Saft oder so. Also das Übergeben bei der Geburt ist durchaus was, was ein bisschen dazugehört. Ist auch mit der Grund, warum man eben sagt, eher nichts essen, weil das dann noch verstärkt wird. Ja, ich selber kann ja gewisse Leute nicht zuschauen, wenn sie sich übergeben, weil ich dann mich selber übergeben muss. Deswegen habe ich auch bei der Jessie, wie sie sich übergeben hat, ein wenig auf Zeiten schauen müssen. Das Komische ist ja das, hören kann ich es ja. Aber sobald ich es dann sehe, und dann hin und wieder Luft holen. Machst du sehr gut. Beim ganz normalen Verlauf, wo der Muttermund eben nicht so straff ist wie bei der Jessie, ist es meistens, wenn der Muttermund so 4-5 cm offen ist. Und bei ihr war es sicher verstärkt dadurch, weil der Muttermund eben nicht aufgegangen ist. Das löst einfach diesen Brechreiz und diese Übelkeit aus. Geht's? Nicht im Schlechtsinn. Ist besser jetzt? Nicht? Die erfahrene Hebamme hat noch ein Ass im Ärmel. Ihre allerwerteste Geheimwaffe. Die gibt eine Spritze gegen Schlechtsinn, gell? Sollte ein bisschen helfen. Ich habe einfach gehofft, dass es dann einmal wieder aufhört, weil mir ist dann schon gescheit dreckig gekommen. Ich muss noch hören, wie es dem Baby geht. Es tut halt weh, weil es dann doch zum Preis nah auffangst. Das Bein ein bisschen hochziehen. Hm? Magst du das machen? Müssen wir das machen? Müssen wir nicht. Ist nur ein Versuch, ob es leichter ist. Magst du nicht? Okay, passt schon. Ich war fertig mit dem Haufen. Das war schon gescheit, ja. Zurück in der Privatklinik Graz-Ragnitz und zurück bei vielleicht Teenie-Papa Kevin, seiner Jessie und deren Wehen. Ich habe einfach gehofft, dass es dann einmal wieder aufhört, weil mir ist dann schon gescheit dreckig gekommen. Ja, auf und zu hat es halt eindrucken müssen, weil es dann den Herzschlag nicht gesehen hat, gehört hat, gespürt hat, keine Ahnung. Und das hat dann schon weh da. Magst du kaltes Duschen? Ein bisschen ein Hemmschuh war der sehr feste und straffe Muttermund. Es ist halt der Muttermund so fest. Das ist einfach eine Sache des Gewebes. Bei manchen geht er zu früh auf, da wird es eine Frühgeburt. Und bei anderen geht es sehr, sehr schwer auf. Da
verbiete ich eigentlich immer so eine PDA, so einen Kreuzstich für die Geburt, weil das nicht den Effekt hat, dass das Gewebe möglichst aufgeht und weit wird und locker wird. Mir ist PDA angeboten worden, aber ich habe von Anfang an gesagt, ich will keinen Kreuzstich und nichts. Das geht natürlich auch so, aber da hat sie sich durchaus die Latte ein bisschen höher gelegt. Und stärker der Druck nach unten? Ja. Ja, das ist aber gut. Das heißt, das Baby nach unten schiebt und dass es raus mag. Das steht auch jeder Gebärenden zu, dass sie einfach irgendwann einmal sagt, jetzt mag ich nicht mehr und jetzt tut sie irgendwas. Schau mal. Das ist wie wenn man auf den Berg geht, so kurz vorm Schluss, wo man sagt, ich will ja gar nicht auf, ich will eigentlich mir nur hinsetzen. Natürlich tut dann die Frau irgendwo leid. Man will selber auch, dass das nicht mehr allzu lang dauert, aber man muss auch da noch Geduld haben. Ich hoffe halt, dass Jessie jetzt schnell hinter sich hat und das Zwerge gesund ist und alles, und dass halt Jessie keine Schmerzen mehr hat. Lähmung! Ja, ich schaffe es. Solche extremen Schmerzen habe ich noch nie gehabt. Und ja, ich habe es einfach wegen der Schmerzen einfach rausgelassen. Privatklinik Graz-Ragnitz, 1 Uhr nachts. Seit knapp 5 Stunden liegt Jessie nun bereits in den Wehen. An ihrer Seite der 18-jährige Vielleicht-Papa Kevin, von dem sie angeblich direkt zu Beziehungsbeginn schwanger wurde. Schau mal. Jessie hat sich bewusst gegen einen Kreuzstich entschieden. Wenn es Unterleib so druckt, ist ja meistens wie die Tage, die was da ist. Also hat es eindeutig nicht so angefühlt, das war Ärger. Komplett verkrampft. Und dann war es im Endeffekt der Kopf, der was schon komplett abgedruckt hat, weil es dann schon langsam ausgeholt hat. Es ist gar nicht mehr gegangen. Das ist einfach ein Scheißgefühl, wenn du dir nicht helfen kannst. Und sie alleine mit den Schmerzen mehr oder weniger alleine klarkommen muss. Der Kevin ist ein bisschen ruhig. Aber er ist sehr, sehr lieb und eigentlich sehr, sehr feinfühlend und ganz lieb mit der Jessie. Also er hat wirklich beobachten können, wie er sich gekümmert hat und wie er da mitgelebt hat. Also, das habe ich auch voll super gefunden, dass er mir die Hand gegeben hat, dass er mich angelenkt hat. Aber wie es mir dann zu viel war, habe ich gesagt, so, ich will in die Badewanne. Ich will mich ein bisschen entspannen. Sie geht noch. Und das musst du jetzt zulassen. Nicht zusammenzwicken, sondern wirklich die Beine weit aufmachen und aufschirmen lassen. Dann geht's jedes Mal ein Stück weiter runter. Okay? Schaffst schon. Doch daran will Jessie nicht so recht glauben. Ihre Nerven liegen blank. Ja, ich war dann schon ein bisschen angepisst, als er gesagt hat, ja, jetzt hast du das Airbag geschafft. Nicht gut gekommen.
dann habe ich es einmal kurz angeschnauzt und habe gesagt, ja, sagst du eigentlich eh schon die ganze Zeit. Das heißt nicht. Das weiß ich nicht, aber gut. Ja, das glaube ich dann. Irgendwann geht dir die Sorgerei, ja, du hast es ja bald geschafft damals. Wenn du hast wirklich, dass du es bald geschafft hast, dann hast du nur so lange hin. Ist anstrengend. In der Privatklinik Graz-Ragnitz arbeitet Jessie gerade daran, vielleicht Kevins Kind zur Welt zu bringen. Es ist Geburtsstunde 6. Die Nerven liegen blank. Jessie in der Gebärwanne. Auch blank. Das hört Jessie schon länger, fragt sich nur, wie lange dieses ominöse Bissi noch dauert. Ich muss mich für eine normale Geburt entschieden. Ja, das ist natürlich klar, dass jede Frau im Nachhinein, wenn es dann eine normale Geburt war, froh ist, dass nicht wir da am Grenz sind und gesagt haben, ja freilich, jetzt machen wir einen Kaiserschnitt. Nicht? Also das ist schon unser Job, dass wir einfach auch wissen, das geht normal. Genau. Lass es ruhig anschirmen. Wenn es nach unten drückt, lass es andrücken. Kreuzstich wollte Jessie übrigens keinen. Dass so schmerzhaft wird, das hätte man eigentlich nicht gedacht. Mir war es dann eigentlich eh, wie ich da so extreme Schmerzen gehabt habe und in der Badewanne gelegen bin. Egal wo ich war, habe ich mir schon gedacht, wurscht, sieh es ja einfach aus. Fertig. Na, vielleicht würde Unterstützung ja helfen. Und da kommt sie schon. So, hallo. Wie geht's? Dr. Armin Breindl, der Arzt, dem nicht nur Teenie-Mütter vertrauen, schreitet zur Tat. Jetzt wird alles gut. Du magst nicht mehr. Gutes Zeichen, oder? Es ist immer so, es kommt bei den meisten Geburten zu einem Zeitpunkt, wo man sagt, so, jetzt habe ich keine Kraft mehr, ich kann einfach nicht mehr pressen, es tut alles so weh und ich möchte es nicht mehr. Meistens ist es dann knapp, bevor das Kind dann kommt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann werden wir noch einmal nachschauen. Und wenn es gar nicht geht, der Epidurale. Das ist ja schon so zu spät. Sie möchte keinen Kreuzstich, sie möchte es so durchstehen, das ist ihre Wille. Und jetzt wird sie natürlich Schmerzen auch durchdrücken müssen. Außerdem ist der Zug Kreuzstich, also die PDA, jetzt bereits abgefahren. Es ist ein Zeitpunkt, wo man eigentlich keine PDA mehr legen kann, weil es kann jetzt relativ rasch gehen. Also wenn man jetzt die PDA legen würde und man nimmt halt komplett das Gefühl zum Pressen, dann kann es sein, dass sie gar nichts mehr spürt. Und das zieht dann die Geburt noch weiter hinaus. Kevin und Jessie können auch bald Kinderwagen schieben. Wir sind zurück in der Privatklinik Graz-Ragnitz. Da nützt auch das Raunzen nichts. Jessie, du musst leider raus aus der Wanne. Aus mit der Entspannung. Aufsatteln. Jetzt wird's ernst. Und ruhig ein bisschen so bleiben. Das ist auch nicht schlecht. Gell? Das ist eigentlich eine bekannte Position in der Geburtshilfe, die man manches Mal empfiehlt, weil sie nützlich ist, wenn sie das Kopferl nicht so reindreht. Das mit dem Kopferl reindrehen soll kein Problem sein, wenn's Kevins ist. Wir müssen nur schauen, ob es dem Baby auch gefällt. Das ist einfach auch fürs Kind gut, weil es die bessere Möglichkeit hat, sie richtig hineinzudrehen. Das drinnen lassen und fest pumpen. Das CTG darf natürlich auch in dieser Stellung nicht fehlen. Wenn die nächste Wehe kommt und das ist ein starker Druck nach unten, dann musst du mal ausatmen, einatmen, Augen zu, Mund zu und dann drückst fest und lang nach unten. Ja, ich wollte es dann ausprobieren. Das hat nicht funktioniert. Es hat auch gescheit weiter. Ich hab's zwar schon mal vor lauter Schmerzen schreien gehört. Da hat's Zender gehabt, aber so arg noch nicht. Ja, für Jessie war es dann zum Schluss zugeschaut ein wenig unangenehm, weil sie dann schon alles zu viel waren. Luft drinnen lassen und anschieben. Mit Schrecken, ich schau schnell nach. Ja,
muss ich wissen, wie weit wir sind. Der Moment ist im Endeffekt da, wenn der Muttermund wirklich weg ist, weil dann ist kein Hindernis mehr. Man sieht, der Druck nach unten ist da und die Frau ist bereit, dass sie da jetzt wirklich nur einmal ordentlich mittut und andrückt, was ja schon einmal ein ziemlicher Kraftakt ist. Nein, komm. Ist vorbei. Ja, dann warten wir auf den nächsten. Okay. Von meiner Seite her ist es weil du weißt, wie ich dir helfen kannst. Zurück in der Privatklinik Graz-Ragnitz und zurück bei vielleicht Teenie-Papa Kevin und seiner Jessie, die in der 6. Stunde ein Kind bekommt. Natürlich, ohne Kreuzstich und vielleicht Kevins. Dann hat es mich auch wieder mit dem Kreislauf gehabt. Weil ich dann einen Krampf in die Nieren gekriegt habe, halt am Rücken und Füße. Zum Glück ist Dr. Breinl ja da. Jetzt passt wahrscheinlich die Idee vorbei, dann schauen wir mal nach, gell? Dann schauen wir, ob wir verpressen können. Und? Was spürt, beziehungsweise was sagt der Fachmann? Ganz locker lassen, gell? Ganz locker, dann schaut es gut aus. Da muss man einfach gut zureden, also weitermachen, es kommt schon, es geht schon, du bist am rechten Weg. Drück noch mal, komm, drück noch mal mit, super. Das ist einfach wichtig, dass man da die Patientin gut führt. Das macht die Hebamme ja hervorragend. Tu mal das Bein hochziehen, na komm, greif selber da rein. Es ist nicht leicht, wenn die Hebamme sagt, dass ich die Hand drunter tun soll, obwohl ich eigentlich in Kevin die Hand halten will. Wir müssen dann schauen, ganz kurz mal ein wenig zu fühlen, wo die Schmerzen dann wirklich angefangen haben. Wo ich mehr oder weniger ja irgendwie helfen hätte wollen. Aber ja, kann mir nicht helfen. Das tut dann schon selber weh. Luft und drück noch mehr. Komm, drück noch mehr mit. Viele empfinden es als Erleichterung, wenn dann einfach auch klar ist, man ist ganz am Ende. Jetzt gibt es nur einen Kraftakt, aber dann ist es vorbei. Ich meine, gewonnen hat man immer dann, wenn das Kind da ist. Also noch nicht. Ja, sehr gut. Es war einfach extrem anstrengend, weil du musst dann wirklich festpressen. Also, mir ist das wirklich groß aufs Klo. Einmal noch, geht's noch oder ist vorbei? Ist vorbei, okay. Klar. Ich war mit den Nerven komplett fertig. Entweder andrücken oder abdrücken. Ja, dann schau dir mal, was ob Schmerz mir auf, dass es aus. Ich mag nicht mehr. Klinik Graz-Ragnitz. Jessie, die vor ca. 10 Monaten gleich zu Beziehungsbeginn angeblich vom 18-jährigen Kevin schwanger wurde, liegt nun seit knapp 6 Stunden in den Wehen. Auf eigenen Wunsch sogar ohne Kreuzstich. Und Jessie ist schlecht. Aber keine Angst, lange dauert's jetzt nicht mehr. Versprochen. Schau mal, gell? Schau mal. Komm. Ja. Jessica, versuch das Gesäß fallen lassen. Fallen lassen. Versuch's fallen lassen. Mit an Bord unser Dr. Armin Breinl. So. Jetzt tust atmen, so wie ich vorher gesagt habe, Mund aufmachen. So, tust atmen. Genau. Mit zum Schluss zu, habe ich dann schon Nerven dran gehabt, wo es extrem war, kurz vorm Schluss.
wo wir den Kopf schon gespürt haben, habe ich halt dann gesagt, ich will nicht mehr aus, vorbei, tat es aus. Na geh, einmal pressen noch. Und jetzt tust du nur mal Luft holen und fest andrücken. Da war es mir dann wirklich wurscht gewesen, was da haben wir hauptsächlich die Kleine so raus. Ja, wir sind von der Geburt her sind wir die Minuten und die Stunden vorgekommen. Ja, wirklich ganz toll. Wir gratulieren von Herzen. Die kleine Aurelia hat das Licht der Welt erblickt. Grüß Gott, Frau Kompott. Beim ersten Schrei war ich dann komplett stumm. Gratuliere! Super hast du das gemacht. Ich bin froh, dass ohne Komplikationen gegangen ist, dass ich es ohne PDA und ohne Kaiserschnitt ohne allem durchgezogen habe. Ich bin so richtig stolz auf mich. Du hast viel Heimschall, bist du deppert. Ist einfach ein unglaubliches Gefühl, dass ich meine kleine Prinzessin da in der Hand habe. Kevin, der keinen Zweifel hegt, der Vater zu sein, kann sein Glück kaum fassen. When the rain's blowing in my face. In dem Moment, wo es den ersten Schrei lassen hat, dass man dann kommen nicht zusammengeht. Weil da die kompletten Emotionen auf einmal auf einen Schlag alle da waren. I can make you happy, make your dreams come true. Und das bricht einfach auseinander. Das kann man nicht zurückhalten. To make you feel my love. Zurück in der Privatklinik Graz-Ragnitz, wo die kleine Aurelia gerade das Licht der Welt erblickt hat. Doch ganz ist die Geburt noch nicht überstanden. Da fehlt noch was. Nicht schrecken, Jessie, drück da einmal rein, gell? Ja, die Nachgeburt kriegen wir auch schon. Das heißt, dass ich jetzt da ein bisschen massiere auf deinem Bauch. Und dann drück ich da oben auf und du kannst da noch mal mitdrücken. Das ist halt so ein Teil der Geburt, den man vielleicht nicht so bewusst wahrnimmt. Und dann soll es rauskommen. Es ist für viele auch ein bisschen, wie soll ich sagen, gruselig. Aber gehört natürlich dazu, ist ganz wichtig. Ohne dem gibt es kein Leben. Jawohl. Noch ist noch ein bisschen was noch gespürt und auf einmal so richtig platsch. Und dann hol ich es heraus. Es hat sich so widerlich angefühlt. Kevin packt die Welt nimmer. So, Kevin, magst du die Nadelschnur durchschneiden? Es hat sich einfach so durchgesetzt, dass die meisten Väter die Nabelschnur durchschneiden wollen. Kevin ist gerade in seiner eigenen Welt. Sicher schaue ich auch, dass ich ihn dann irgendwie so wieder auf Normalzustand bringe. In dem Moment, wo sie den ersten Schrei gemacht hat, hat man schon ganz gut meinen Kreislauf gehabt. Weil es mich komplett zusammengehört hat mit den Nerven und Gefühle und alles. So, Kevin, letzte Chance zum Durchschneiden. Na, okay, muss nicht sein. Ich glaube, er war einfach sehr überwältigt von der Situation.